Also an sich, der Stall gibt ja vor, wie viele Tiere man halten kann letztendlich. Natürlich könnte man umbauen, das würde mehr kosten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir diesen Vergrößerungsdrang so sehr haben. Bisher, genau, wir machen auch Käseproduktion. Ja, da wollte ich jetzt gerade, ja, natürlich, da wollte ich jetzt gerade noch zukommen. Bisher haben wir ja 20% der Milch selbst verarbeitet. Der Rest ging an die Molkerei, gläserne Molkerei. Und wir haben jetzt seit diesem Jahr haben wir auch eine neue Käserei, wo wir dann noch mehr Milch verarbeiten können selbst, sodass wir in Zukunft 100% der eigenen Milch verarbeiten können. Also alles, was man produziert auf dem Hof an Milch, kann dann auch verarbeitet werden. Also dementsprechend haben wir jetzt auch nicht diesen Wachstumsdrang, weil wir gerade diese Luft nach oben haben, die wir gut nutzen können. Ja. Und bestenfalls damit auch unabhängig von Molkereien sind und unabhängig vom Milchpreis wirtschaften können. Es hört sich immer so einfach an, diese Kette, aber es ist tatsächlich so. Das, was die Kühe zu fressen bekommen, wie sie leben, wie sie von euch gehalten werden, hat tatsächlich Einfluss auf die Qualität der Milch und damit auch auf die Qualität des Käses? Ja, total. Also ich selber muss auch sagen, ich bin gar nicht so sehr in der Käserei unterwegs, aber man verhält sich natürlich und da meinten auch die Käsereimenschen, dass es total viel ausmacht einfach, ob man jetzt Heumilch oder Silagemilch verarbeitet, die Käse, gerade so auch bei Schnittkäse und Radkäse, macht es was aus. Ja. So, dann habt ihr euch gedacht, so unsere Influencer, unsere Blogger, jetzt haben die hier einen Eierkuchen bekommen, jetzt haben die hier Leberwurst aus dem Glas bekommen und jetzt sollten wir noch als schönen Abschluss dieser Frühstücksrunde was machen? Was habt ihr mitgebracht? Genau, wir haben Käse mitgebracht. Da haben wir einmal einen Käse, unseren Hofkäse, mit Boxhornklee. Genau, das ist ein Schnittkäse. Den erkennt man, ne? Da ist nur der Boxhornklee drin. Genau, das ist ein Schnittkäse, der reift 3 Monate lang. Und außerdem haben wir noch unseren Liebesbergkäse mitgebracht. Der ist nach der Art von Bergkäse zubereitet oder reift. Bergkäse ist ja ein geschützter Begriff. Also offiziell können wir keinen herstellen. Deswegen haben wir den Liebesbergkäse, der daran angelehnt ist. Liebesbergkäse? Gibt es einen Liebesberg bei euch in der Nähe? Ja, tatsächlich. Also im Gutspark. Ja. So ein kleiner Hügel mit dem Liebesberg. Der ist der Liebesberg. Genau, das ist ein Hartkäse, der ist 6 Monate gereift. Ist ein bisschen würziger. Absolut. Ja.